Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Hunter Stories 2. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, hallo Leute und dann herzlich willkommen zur heutigen Folge, ne? Letztes Mal sind wir hier im Dorf Kuan angekommen, haben jetzt hier noch nichts erkundet. Ich würde gerne gucken, was hat der hiesige Händler zu verkaufen. Hast du diese... Ja, du hast sie. Ich wollte gerade schon fragen, hast du diese heißen Nebel? Von dem möchte ich mir nämlich gerne so 100 kaufen. Damit ich mich immer warm halten kann. So, 100 sollten auch wahrscheinlich reichen für die Zeit, die wir dort sind. Natürlich Wertobjekte, 4600, lohnt sich noch nicht. Vor allen Dingen packe ich dann sowieso erstmal dieses, ich verkaufe alles für teuer Geld, Teil drauf. Also dieses Gebet. Kann ich mir irgendwas neu bauen? Ja, Haischlitzer. Oder hier ein Eisbogen. Bringt mir aber hier nichts, weil hier fast nur Eisviecher wahrscheinlich rumlaufen werden. Ich habe die ganzen Questen schon mal angenommen. Ja, wenn es darum geht, Eier zu holen, nehme ich die Retternrüstung ab sofort. Ich werde mir wahrscheinlich aber noch eine bessere Rüstung machen. Amiibos habe ich heute schon alle genutzt. Jetzt gehen wir zu Julias Haus. Und ich fand es schön, dass in den Kommentaren dieselbe Frage gestellt wurde, die ich auch gestellt habe. Warum zum Geier ist der nicht kalt? So, bei dir, was kann ich für Kronkorken alles kriegen? Stallungen erweitern, auch wenn ich bisher noch nie voll hatte. Okay. Ein paar Nährmittel, ein paar Stimulante. Und verwiegende Münzen für ein bisschen Geld. Und natürlich noch ein paar Frisuren. Erstmal hier die Lehmmesser. Neue Kleidung für das Mädel. Und dann gönne ich mir die Nährmittel hier. Nährmittel verpasse ich mir auch alle. Und das einfach am meisten Sinn macht, weil ich es sein werde, was am allerwenigsten ausgetauscht wird. Die Stimulante, die könnte ich alle bei Rata verwenden, weil den kann ich nicht austauschen. Das habe ich ja schon mal ausprobiert. Ich muss jetzt noch zu Julias Haus. Da geht's offenbar lang. Einer ist schon hier. Wings of Ruin. Die Flügel des Verderbens. Rata here is behind all these strange happenings lately? Ich glaube, er ist das Gegenteil. Dass er dazu da ist, es aufzuhalten. Nur zur Sicherheit, ne? Well, you see, I didn't come across you by chance, you know. Sie ist wegen dem Licht gekommen, ne? Something. I followed him and that's how I found you. We still don't know what kind of power Ratha holds. Ich finde es übrigens toll, wie schnell die wachsen. Understand what it was that Guardian Ratha wanted to bestow on us. I see. So you want to understand what Ratha is capable of? Jo. Exactly. Say, Avinia, mind letting us stay here for a while? Sorry. Oh, das wäre schön. Please let us stay in Kuan Village only until we find old Day-Day. Please. It's imperative that we speak with him. Wir müssen mit dem alten Dede reden. Den König Dede. Warum schläfst du? Fine then. If you can promise not to inconvenience anyone in the village. There's another pit. Wir werden es versuchen. Mount Lavina. That strange light was seen coming from there. It has unsettled everyone in Kuan. People are worried that our village might be destroyed again. Okay. Wieder, ist dieses Dorf schon mal kaputt gemacht worden? Nee. Machen wir den Portlauf aus, sonst kann ja keiner lesen. Der schwarze Pesthauch. My village was blighted into nothingness. Okay. Sorry to hear that. Avinia, don't worry.
we won't be causing any trouble. Promise. But if trouble just happens to strike, we'll step in to help. Isn't that right, buddy? Natürlich. Dafür bin ich hier. Thanks. You arrived at a good time, actually. There's something I wanted to discuss with a fellow rider. Okay. Would you mind lending me a hand? Nee, das macht doch nichts. Great. But first, please go say hi to the village chief. Okay. Das klingt auch nach einem Plan. Auf der südlichen Seite des Dorfes. Nebenbei, mein Kollege hat gesagt, es gibt in jedem Dorf irgendeine Katze, die man finden kann. Die gibt dann so ein komisches Plauschehuhn. Deswegen gucke ich jetzt ab sofort auch noch in jeder Ecke, ob hier irgendwo so eine komische Katze rumsitzt. Ich weiß zwar nicht, wonach genau ich Ausschau halte, aber ich halte nach einer Katze Ausschau. Mit dem Flauschehuhn soll man irgendwas freischalten können. Da sind Katzen. Kann ich mit euch reden? Hier sind keine besonderen Katzen. Vielleicht sehe ich irgendwann mal eine. Die sollen auch erst, wenn man mit dem Dorf fertig ist, auftauchen. Es macht jetzt gerade, glaube ich, auch noch gar keinen Sinn zu suchen. Auspicious winds are blowing. Excuse us. Das war eine wunderschöne Windmühle. Ah, so you're looking for the chief. Ja. Yep, do you know who that is? You're looking at him. Hold up, you're the chief? Hallo. Der erinnert mich an jemanden. Okay, sie scheint im Englischen einen komplett anderen Namen zu haben. We'd like to stay in your fine village for a while, if that's okay. Of course, of course. What's ours is yours, my friends. Ach, du bist nett. Good would happen today. Stay as long as you like. Offering you hospitality. Hä? Zum Dank? Was haben wir denn getan? What's he talking about? Repay Na, wo? But we didn't do anything. Stimmt. Wir haben nur noch gar nichts getan. A Rathalos rider accompanied by an unusual feline? You're the folks who save the world from the Black Blight. Hä? So you're saying you know who I am? But of course, everyone in Kuan Village does. Na wieso, du bist berühmt? Wow. I didn't realize I was this famous. Na Viro? Willst du uns vielleicht irgendwas mitteilen? The cat's out of the bag. I won't deny it. It's me, the legendary feline Naviru. Hä? So you weren't just boasting when you said you're a legendary feline. Hello? I told you that before, right? Ja, aber keiner hat's geglaubt. Eiskalt. But even so, this isn't the same rider who... Chief, my good man. If you need help with anything, just ask us. Monster research, rebuilding the village, you name it. Wir helfen immer gern. I'll be sure to take you up on that offer. Especially since that pit opened up. Whatever it is, just let us know. Ich helfe immer wieder gern. Hallo? I'm glad to erstmal traurig reingucken und dann erst nicken. Come and see me at the windmills when you're ready. Okay, zur Windmühle. Die war direkt vor dem Dorf. Ich kann jetzt hier ein Haus benutzen und Nebenquests annehmen. Die Piepe sind in Gefahr. Okay, einen anschauenhaften Öpfer vernichten, dann kriege ich eine Bogentechnik. Weißt du, hier ist das hinterletzte Eck. Hier könnte ich mir so eine Katze, die sich hier versteckt, gut vorstellen. Müsste ich Kai nochmal persönlich fragen, was er damit meinte. So, und was ist deine Quest? Zamites umlegen. Dann kriege ich Blitzbombenrezepte. Ja, kann man nebenbei machen, ne?
Ich habe ja schon deren Papa besiegt. Da wird das Kind kein Problem darstellen. Katzen! Hallo! Wir haben noch gar nichts getan. Okay. Nabiru, ich bin mal legendärer als du. Ich bin wertvoller, Nabiru. Tut mir leid. Ich hab nicht mal was getan. So, was hast du noch? Du möchtest mich in der Zamtrüstung sehen, dann kriege ich das Rezept für den heißen Nebel. Ja, das kann ich offscreen machen, wenn ich mal genügend Zamtrüstung erlegt habe. Warte mal, was ist denn eigentlich hier oben? Das ist auch so ein hinterletztes Eck. Wo man normalerweise nicht hingehen würde. Das ist wahrscheinlich der zerstörte Teil des Dorfs. Vielleicht bauen wir den ja selber wieder auf. Im Übrigen, Leute. Das hier ist wahrscheinlich mein größtes Projekt bisher. Ihr könnt euch darauf einstellen, dass ihr das wahrscheinlich bis Sommer nächsten Jahres noch habt. Ich wollte das nur mal gesagt haben. Das ist wahrscheinlich das längste Projekt. Da habe ich No More Heroes und zwei, drei andere Projekte wahrscheinlich schon längst fertig. So, jetzt geht's um die Windmühle. Die ich schon als wunderschön bezeichnet habe. Ja, die eine geht nicht. Okay, ab in den Loloska-Wald, würde ich sagen. Hier habe ich wahrscheinlich nicht die Höhle von diesen Lichtern. Da die ja so stark Probleme damit haben. Und dadurch auch deutlich heftigere Feinde. Ja. Im Namen der Restauration muss ich jetzt hier die Gegend da unsicher machen. Weißt du, ich friere, hab voll die dicke Kleidung an. Und der Julia trägt fast gar nichts und ihr geht's blendend. Die Logik dahinter, ne? Fallengeräte, ja, komm, Pepe. Gib mir mal ein paar neue Viecher heute. Ich gehe ihm mal davon aus, dass ihr auf Kraft geht. Weil ihr seid weder schnell, noch seid ihr wirklich, sagen wir mal, technisch veranlagt. Ihr könnt nur Kraft sein. Das hat bestimmt wehgetan. Aua. Warum stellt sich das jedes Mal auf 1 um? So, Waffe wechseln, Dämonen im Bogen. Ja, den heftigen Speer darfst du ruhig machen, aber auf den da bitte. Zack! Ach, von denen kann ich auch ein Ei kriegen, ne? Er kann sich heilen. Warte mal, mach ruhig den heftigen Speer. Und ich mach aufladen. Oder nee, besser. Ich wechsle schon mal die Waffe und mach streicheln. So, einfach um die Fähigkeiten da ein bisschen zu nutzen.
Er ist eh tot. Diese Rüstung ist echt gut. So, alles mitnehmen und wir sehen uns am Ende der Höhle wieder wegen Ei. So, da sind wir am Ende der Höhle. Gönnen wir uns ein Pepe-Ei. Warum ist jetzt auf einmal ein Lagombi? Achso, ich bin in die falsche Höhle reingegangen, offenbar. Upsen. Ah, ein neues Ei. Raus hier. Ein Amphibien-Ei. Das ist bestimmt ein Samtrios-Ei. Oh, ich bin wirklich in die falsche Höhle gegangen. Upsen. Und da ist das Pepe-Vieh. Ist mir eigentlich auch egal, ob du aufwachst. Du bist ja 0, nicht platt. Ja, wach du ruhig auf. Du bist eh lahmarschig. Du kommst doch eh kompomblick. So, zwei neue Eier. Darunter auf jeden Fall das Samtrios-Ei, weil das ist das einzige Amphibien-Monster, was ich mir hier vorstellen kann. Das existiert. Also Amphibien gibt es eigentlich nur den Tetsukabra, den Samtrios und dann gab es noch das neue, dieses Krokodilartige. Und da habe ich jetzt gerade aber den Namen nicht mehr parat. Es ist lange her, dass ich Schweiß gespielt habe. Müsste ich mal wieder offscreen so ein bisschen spielen. Die haben da sehr viele Events dazu getan. Da ist ein Bagi. Den bekämpfe ich mal, damit wir ein neues Vieh heute noch sehen. So. Seid ihr wie die anderen? Warte mal. Es zieht eh keiner auf mich, ne? Mach ruhig die Felsknarre. Ich wenigstens Technik und streiche dich einfach. Ihr seid Geschwindigkeit, okay. Mach mal auf 3, damit das ein bisschen schneller geht. Weil das ist ein RPG. Und ich will die Folgen nicht zu lang halten. Ich müsste mal das Monster wechseln zum Basarios. Weil die anderen bringen mich hier nicht wirklich. So, Ladungsdeckling auf die. Pong. Und mit dem heftigen Schlag hau ich auf den Bario. Den Bagi. Wie komme ich auf den Bario? Weil wir einen Team haben. Wisst ihr, Leute, ich will lieber Frostfang auf mal bekämpfen. Inferno-Gas ist vom Element her stark, aber vom Typ her schwach. Wer verstanden hat, was ich jetzt damit meine, der darf sich melden. Zack. Das Dumme ist, der Basarios hat aber auch keine Singleton-Target-Angriffe. So, einmal zum Bogen. Ich kann ja versuchen, ihn zu vergiften. Ich finde es schön, dass sie die ganze Zeit die Gruppe heilt. Ist sehr nützlich. Könntest du ihn bitte verbrennen? Er ist sauer. Aber ich bin besser. Sabbert der schon? Der sabbert. Ich werf mal einen Farbball. Dann kriege ich wenigstens safe ein Ei. Ja, war die schlaue Entscheidung, den Ball zu werfen. Seit ich diese Rüstung habe, hauen sie immer ab.
Was ja auch gut ist. So kriege ich die Eier. Lohnt sich aber auch nur beim erstmaligen, außer ich will ein besseres Ei versuchen zu kriegen bei so einem königlichen Monster. Ansonsten ist das komplett useless eigentlich, die Rüstung. So, den Honig hier gönne ich mir mal. Da ist eine Kiste, die gönne ich mir direkt auch. Und dann gehen wir in den Bau rein. Kriege ich kein besseres. Schade. So, dann reiten wir mal da. Wo müssen wir hin? Nach oben. In die Richtung müssen wir. Da ist auch ein 1-Bau auf dem Weg. Ich habe beschlossen, dass ich die Offscreen mache, die 1 baue. Weil die vom Prinzip her nicht wirklich interessant sind. Oh, da ist ein Gamoff. Du würdest mich aber höchstwahrscheinlich wegrecken. Deswegen versuche ich es gar nicht erst. So, in den Wald gehen wir heute schon mal rein. Oder auch nicht. Ich kann den Katzerwandstand direkt hier nutzen. Ich wollte nämlich den Katzerwandstand hier noch holen. Ja, Leute. Hier speichere ich jetzt. Wir machen hier beim nächsten Mal weiter, weil ich die Folgen nicht so extrem lang halten will mehr. Es hat schon gereicht, dass ich letztens eine 35-Minuten-Folge hatte. So lang will ich die Folgen einfach nicht haben. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns dann jetzt beim nächsten Mal wieder. Tschüss!